Hallo und herzlich willkommen bei Elektrotechnik-Rezepte. Heute will ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell Parallel- und Serienschaltungen von Widerständen zusammenfassen könnt. Hier unsere erste Schaltung. Die machen wir uns etwas übersichtlicher, indem wir hier das Ganze etwas auseinanderziehen. So, diese beiden sind parallel, also 10 Ohm parallel 10 Ohm. Ergibt 5 Ohm, also halb so groß wie einer der beteiligten Einzelwiderstände. Diese liegen in Serie, das macht 20 Ohm. Jetzt malen wir das Ganze nochmal neu auf und haben nun diese Schaltung. Diese drei liegen parallel zueinander. Wir rechnen jetzt also mit den Kehrwerten. 1 durch R gesamt gleich 1 durch 10 Ohm plus 1 durch 20 Ohm plus 1 durch 10 Ohm ergibt 0,25 Siemens. Also 1 durch Ohm macht die Einheit Siemens. R gesamt ist dann 1 durch 0,25 Siemens macht also 4 Ohm. Wir zeichnen jetzt die vereinfachte Schaltung nochmal auf und sehen jetzt, dass wir als Gesamtwiderstand 9 Ohm bekommen, also 4 Ohm plus 5 Ohm. Ihr könnt in einer Klausur übrigens ganz genauso verfahren wie hier gezeigt, also dass ihr die Widerstände, die ihr zusammenfasst, jeweils umkreist oder so einen Kringel drum macht und dann an den Kreis dann direkt den Widerstand dran schreibt. Das geht sehr schnell und ihr habt für weitere Berechnungen, wie zum Beispiel Spannungsabfälle oder Stromberechnungen, immer die jeweiligen Gesamtwiderstände griffbereit. Hier nun unser zweites Widerstandsnetzwerk. Diese beiden Widerstände liegen parallel zueinander und diese beiden auch. R parallel R ergibt 1/2 Ohm Gesamtwiderstand. 1/2 Ohm deshalb, weil eben halb so groß wie der jeweilige Einzelwiderstand. Dann zeichnen wir die Schaltung vereinfacht so hin. Diese beiden liegen in Reihe. 1/2 plus 1/2 Ohm ergibt 1 Ohm, also R. Damit können wir die Schaltung noch weiter vereinfachen. Die beiden liegen parallel. Damit man das besser sieht, hier nochmal etwas anders hingezeichnet. Dafür haben wir hier diesen gelb markierten Knoten etwas nach links geschoben. Das ist also der hier. Die beiden R fassen wir parallel zusammen zu 1/2 R. Die sind parallel, ergibt 0,5 mal 1 dividiert durch 0,5 plus 1 mal R, macht 0,33 R und das ist unser gesuchter Gesamtwiderstand. So, das war's mal wieder für heute bei Elektrotechnik-Rezepte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die doch unten in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.